Ein Test. Anna Birge. Hatra Kani. Anal Kani. Hatra Flo. Ja, ich mach's auch so. Hatra al Podcast Sadiq al Matnau. Welche Sprache war das jetzt? Genau, schreib's in die Kommentare. Für uns alle drei gleichzeitig. Ich glaube, dann fängt das leicht nur wieder Super Saiyan. Ich glaube an Ellbogen hier. Ellbogen sind meine. In dem Kniescheiben. In dem Penis. Weil ich schon immer wissen wollte, ob Menschen und Super Saiyans Kniescheiben haben. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. So, Kinder, grüß Gott benannt. Schon wieder. Da sitzen wir. Ja, ich weiß, weil wir gerade bei Super Saiyans waren, ich weiß, was traurig war. Ja, auch wenn traurig. Ich nicht so der Dragon Ball Serie habe, immer gesagt, das hat mich nie so. Ja, hat mich aber nicht angehört, da habe ich nichts, so ist meine Kindheit vorbeigegangen, aber der Zeichner ist, oder der Erfinder ist verstorben. Ja, leider. Und das ist ganz schön krass durchs Internet gegangen, lenkt mich am Sack, Alter. Ja, weil ja sämtliche Mangakas und so weiter irgendwelche Tribute für ihn abgegeben haben. Ich habe gelesen, dass der Hauptdarsteller vom Dragon Ball Evolution Film sich sogar entschuldigt hat im Nachhinein bei seinem Tribut für den Film. Weil der Film so schlecht ist, oder was? Das ist Wahnsinn. Das ist echt verfilmt, ja, ja. Wenn sie, die habe ich nicht angeschaut. Ja, da kriegst sämtliche Todesarten auf einmal. Da bin ich dann richtig froh über One Piece. Ja, also. Das ist richtig, also gut, das war ja richtig gut, um Gottes Willen. Das kommt also, schau dir mal den Dragon Ball Film an, das war, ist die Enttäuschung meines Lebens gewesen. Ich kann nicht, ich habe da keinen Bezug. Das ist wurscht, ich sage jetzt einfach einen Schrottfilm. Ja, das ist aber. Das ist schlimmer als ein Schrottfilm. Ich kann den Vergleich, ob das jetzt, gehört das so, gehört das nicht so? Nein, gehört nicht so. Das gehört nicht einmal so, wenn es Dragon Ball nicht gegeben hat, dann gehört das nicht mehr so. Aua. Da hat alles falsch gemacht. Ja, wirklich, alles ist falsch gemacht. Ich habe mich damals so gefreut, als sie angekündigt worden ist. Und dann bin ich bei uns in Kinos, habe ich abgefragt, hey, kriegst du den Film? Und keiner hat ihn gehört. Und dann war ich schon voll traurig. Und dann ist irgendwann in Vergessenheit geraten. Und was nicht vergessen werden durfte, wurde zur Legende. Legende wurde zum Mythos. Auf alle Fälle bin ich dann irgendwann in der Videothek und dann sehe ich, boah, geil, da steht der Dragon Ball Film. Sofort mitgenommen. In was für eine Videothek? Damals in London noch. Der ist ja schon, der Film ist ja schon 15 Jahre alt. Und hat die Videothek bei uns zugemacht, ich weiß nicht, da habe ich auch sehr viel Zeit verbracht. Ja, wäre schon 10 Jahre her sein oder so. Dass die überhaupt vor 10 Jahren noch da war, ist grenzt eigentlich schon. Aber so vor 10 Jahren war, glaube ich, so der Durchbruch. Ja, Netflix, also zwischen 10 und 15 Jahren wird es her sein, dass die ganzen Videotheken gestorben sind. Mhm. Auf alle Fälle nehmen wir den Film mit heim und schauen wir den an in voller Euphorie. Das ist ich glaube, das war indirekt der erste Selbstmordversuch von mir. Einer von vielen. Aber das war kein Hilferuf nicht gewesen, da habe ich nicht dir zugesperrt. Das ist oh Gott! Bandlaser gerissen. Oh Gott! Grausam. Grausam. Ja. Und das kann es waren. Das kann es waren. Hat sie dir jemand gegeben oder befasst damit oder irgendwas? Eigentlich, du müsstest eigentlich. Du ja, für den Podcast. Ja, aber die Oscars, ich krieg's halt da meistens nebenbei ein bisschen mit, wie er so ein bisschen was gewonnen hat, aber. Also der Oppenheimer. Ich habe mir so richtig schön asozial einfach nur die Garderobe der Damen angeschaut, aber nur die Knappe. Da ist die Bildzeitung dann wieder sehr gut für solche Dinge. Ja. Da wurde dann wirklich einfach nur die Abendgarderobe der Damen. Die beste Damen. Garderobe waren aber die Godzilla High Heels. Die habe ich nicht gesehen, ich habe nur Titten gesehen. Das ist der Godzilla Minus One. Der hat für beste Effekte eigentlich. Und das finde ich richtig geil, dass ein Film mit 15 Millionen Budget da einen Oscar mitnimmt. Wir hatten zwar die Creator auch vergönnt, aber geiler, dass so ein kleines. Wir hatten einen Creator gekriegt. Ich weiß gar nicht, was die Oppenberger. Die meisten Oscars sind für Oppenberger. Die muss ich mir auch noch mal anschauen. Das ist gut, ja. Du, heißt das Cillian oder Killian Murphy? Cillian Murphy. Cillian Murphy. Oder den besten Darsteller gekriegt. Und Emma Stone hat die nicht schon ihren zweiten jetzt gekriegt? Bin mir auch nicht sicher, aber Poor Things, also ihr Film, glaube ich, ist der zweite Oppenheimer vom Abend. Habe ich auch angeschaut. Ja. Der ist wirklich ein einziges, da wird nur gefehlt. Oh, da siehst du den ganzen Tag Emma Stone Depp. Den ganzen verdammten Tag lang. Geil, oh. Deswegen glaube ich, hat sie einen gekriegt. Ich glaube, sechs Mal ihr Kahi. Das war wahrscheinlich nicht die beste Hauptdarstellerin, sondern die beste Brustdarstellerin anscheinend. Ja, da haben wir die Brüste. Muss man auch dazu sagen. Ist wurscht, naja, zwei Stück kannst du. Es geht ja darum, wie es präsentiert in dem Film. Es ist ein sehr weirder Film. Hast du schon gesehen? Nein, ich habe noch nicht gesehen, aber ich habe gehört, der wird verglichen mit Frankenhooker. Das ist so ein 80er Plotation crazy Scheiß. Ich soll ja da so obdraht crazy sein. Ich habe mir gedacht, so, ja, Willem Dafoe, Emma Stone, richtig krasse IMDb-Bewertung. Gib's da mal. Ja, war kein Fußballspiel am Wochenende. Keine Ahnung. Ja,
sehr weirder Scheiß. Ja, aber nicht so weird, dass ich sage, so, wo ich danach dann anschaue, ja, also das wieder so ein super modernes Kunstwerk sei, das kein Mensch nicht versteht, wenn ich mir nicht 14 Reviews dazu anschaue, was die Leute denken, was das jetzt sagen sollen. So schlimm ist es nicht, aber ja, geht so. Ja, ich bin gespannt auf das Ding. Emma Stone geht immer, die finde ich immer gut. Die ist, ich weiß nicht, ist so 50-50 in mir. Okay, weißt du, wer Emma Stone ist? Ich war gern 50-50 in mir. Ja, ich habe die auch auf die Brücke gesehen jetzt. Freundin vom Amazing Spider-Man. Ich bin so unschlüssig, so 50-50. So 50 ist schon das wie Mongo. 50 auch noch nicht, du bist scharf. Ja, das ist scharfer Mongo heute. Halt. So große Augen. So große Batzlaugen hat die. Ja, aber da schaut man ja nicht hin dann. Meistens. Nicht? Ich schaue immer in die Augen. Ah. Bevor ich es umdrehe, um mir das Arschloch zu lecken. Oh, okay. Das ging schnell. Sagen Sie auch, kurzer Speis. Nein. Sehr kurz. Ich lasse mir schon Zeit. So beide. So 20 Sekunden. Ja, ich rede da noch nicht von der Penetration. Ach so. Wo war's dann? Ja, was ich gerade gesagt habe. Zungenakrobatik, Anilingus. Anallingus. Haben wir? Ja, das bedeutet Anilingus. Ja, aber jetzt ist Anallingus. Für mich. Bei der Anal praktisch. Bei der Anal, bei der Anal, genau. Muss ich wieder umdrehen und Video so schauen, oder? Ja, hau ab jetzt. Okay. Witzig. Echte Dummwatz. Ja. Aus dem Trim, Florian. Oh, gar nichts. Absolut gar nichts. Absolut gar nichts. Ich war eigentlich nur beim Sport und. Na? Tja, müssen wir uns halt irgendeinen anderen Scheiß aus den Fingern zahlen. Bisschen schön. Schwules Date habe ich gehabt. Schwules Date? Also mit einem guten Kumpel. Gleichzeitig Chips gesagt. Und Cola. Aha. Verhext. Muss man, bei uns hat man da einen Namen dann sagen müssen und dann hast du wieder schmerzen dürfen. Ja. Ich kenne das irgendwie so, dass man so zusammenhält und dann muss ich etwas durchschlagen oder so. Da gibt es doch eigentlich sowas. Ne, solange du darfst so lange nichts mehr sagen, bis jemand deinen Namen sagt. Und wenn du was sagst, bist du Chips und Cola Chef. Kann man Bier und Schwein erst draus machen. War schon geil. Oder Spezi-Döner. Spezi-Döner. Spezi-Döner war geil. Spezi-Döner? Ja. In London hat wieder einen neuen Dönerladen aufgemacht. Schon wieder? Ja. Wie haben wir jetzt dann 18? Ja, aber die fing genauso. Ja, da wurde Pink drin und war, da war auch jetzt erst ein neuer drin und jetzt hat schon wieder ein neuer aufgemacht. Also, da drin und also, hat Döner für 3 Euro gegeben an dem Tag. Und jetzt kostet es 7,90. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir gedacht, 3 Euro machst du voll verkehrt, nimmst du ja, mit. Wir haben auch vor kurzem drüber geredet. In irgendeinem Fing, da gibt es gleich mittlerweile bestimmt 7 oder 8 Dönerläden. Ja, everybody loves Döner. Ja, nicht lange, oder? In Dingolfing. Doch, die haben da nämlich 3 Schuhe auf der Hauptstraße. Döner-Preissperre. Waren Döner legal? Waren Döner legal? Waren Mehrwertsteuersenkung. Ein Grundnahrungsmittel. Aber echt? Ja, wie Wasser. Ja. Gib. Da die nehmen. Wieso gibt es eigentlich einen Döner-Lieferdienst? Eigentlich gibt es schon einen Döner-Lieferdienst. Bei uns ist dieser Baracker-Teufel liefert sogar per Lieferant, aber der Teufel ist so dermaßen teuer geworden, dass alles sich bloß noch schäbert. Aber letzten Donnerstag haben wir, Freitag haben wir auf die Nacht so spontan gedüdelt. Nächsten Tag natürlich umeinander gelegen und halber gestorben. War aber gar nicht so dermaßen tragisch. Und dann habe ich das ganze Wochenende nur Filme angeschaut. Das ganze verfickte Wochenende war ich nicht einmal am Rechner da. Und dann denke ich, bleibst du mal vom Rechner weg, sitzt du vor einem anderen Monitor und lass dich einfach, da wo ich nichts tun muss, sondern lass dich einfach mal berieseln. Zeit, das ganze, ja. Lass dich einfach mal berieseln, lass alle Rollo runter und sitz einmal 2 Tage lang in deinem finsteren Loch und schau so viele Filme, wie du kannst. Ich habe richtig viele Filme angeschaut. Richtig viele Filme. Sehr gut. Hashtag proud. Gut. Richtig gut gemacht. Ja, King. Du bist ein richtiger King. Voll reingedroschen. War richtig produktiv. Hat der Tag richtig Struktur gehabt. Ich nicht. Ich war richtig unproduktiv. Meine Tage waren schon sehr produktiv, aber halt nur so unlangweilig, solange ich zeige. Mama besucht auf der Kuh. Mama besucht auf der Kuh. Ja, ja. Da greift übrigens die ganze Zeit der Katz an die Uni. Ich bin deine Mami. Witty mit. Sollen wir die einhalten? Sitzen wir einfach da hieße und dann. Und dann schmieren wir es mit WD-40 und schauen, was passiert. Schau, was passiert. Jetzt brauchst du doch die Rakete. Flutschige Mietzi. Flutschige. Ja, ich bin dabei, die Küche zu planen. Jetzt wird's serious. Kommt so in 2 Monaten ungefähr, geht's so ungefähr los und ich fange an. Und das wird ein riesengroßer Spaß. Das schiebe ich seit 8 Jahren vor mir her, seitdem wir da jetzt mehr oder weniger eingezogen sind zu zweit, schiebe ich diese Küche vor mir her und das, oh Gott, das wird ein Albtraum. Wie viele Donations schiebst? Ja. Wie viele Donations-Fan noch? Alle. Du musst eigentlich so ein Train machen, oder? Wie heißt das? So ein Goal, so ein Sub-Goal. Kitchen Train. Ah, das wird eine Höllentortür. Eine 60-jährige Küche ausreißen und. Oh, ich aber brauch's ja nicht viel, ne? Das sind 2 Bäger, Holzplatten und ein Gasgrill. Wenn ich da allein wohnen würde, ja. Wenn ich da allein wohnen würde, war die Küche, die da noch 10 Jahre halten. So, das ist die da, ist ein Bierwurst. Nimm einfach die Mikrowelle, ich stelle es nicht mehr im PC, ich lang schon. Wie viel Matratzen am Boden habe ich, die restlichen Räume auf die Säge geschissen. Du hast einen Kühlschrank in den Säckerl hingestellt. Ja, genau. Ja. Beste Leben. Genau. Und dann sagst du der Bürgerin, kümmere dich selber um den Scheiß. Genau.
Weil eigentlich darf es gehen. Ne? Ja. Matratzen da und deine. Ja, das regelt man nach dem Podcast die Hälfte. Geil. Bei der Nadine, da bin ich nicht dran. Wir hätten ein Sponsoring-Angebot gekriegt. Von wem? Molking. Leider Gottes nicht Molking. Ne? Oh, verdammt. Steht da hinten? Ja. Nein, der Robo-Dog, der steht dann nächste Woche da, wenn er Hubert fertig ist. Wieder am Freitag. Nein, 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 so ist er noch. Wenn er Hubert fertig ist, schaut er praktisch aus wie der Gnädel, oder? Ja, genau. Das ist der Gnädel 9000. Ich muss da noch einen Haxen aufbauen und schauen, was passiert. Wer möchte uns sponsern? Habt ihr nein. Schon einmal? Donny auch nicht. Ich schon, leider. Da, ich muss zugeben. Ich habe mich getraut. Ich doch. Da? Ja. Ein elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch. Ja. Ich sage jetzt keine Firmen, da gibt es 5000. Die sollen richtig geil sein, gell? Voll geil, habe ich in der Arbeit. Ja. In der Arbeit da, ja. Es haben so viele, ich kenne auch einige bei uns, die das Ding haben, super begeistert. Ja, ich habe jetzt einen höhenverstellbaren elektrischen Schreibtisch und so weiter. Kannst du dich hinstellen beim Arbeiten, der ist genau einmal umgegangen, dann wird einmal wieder runtergefahren und dann war es. Also bei uns in der Arbeit wird der schon oft genutzt. Also ja. Ich habe jetzt leider keinen, weil ich bin ja noch jung und dynamisch. Mhm. Aber erst Kolleginnen, wenn es kaputt ist, dann sagen wir, okay. Aber, nein, aber Kolleginnen, die haben das, also die haben das schon und die nutzen das oft. Also wenn die länger am PC stängern sitzen, weil es ist ja geil, wenn du einfach mal am PC stehen kannst, aber einfach, weil es dann wieder frischer wirst, weil es ja. Einfach nicht die ganze Zeit sitzt. Also es macht schon was her. Vielleicht weiter, wenn nicht der Quasimodo die ganzen Tag so. Das ist schon vorbei, Birger. Bei dir, das ist schon so eingerastet mittlerweile. Ich glaube, ich muss mir ungefähr 25 Mal am Tag drüber erinnern, hey, machen wir den. Scheiße, Nadine! deswegen das wird die 40, oder? Streck dein Kreuz durch, du Banana-shaped Fuck. Banana-shaped Fuck. Stuhl. Ja, und wir haben einen High-End-Stuhl gekauft, der da schön eigentlich so, ich weiß nicht, wie man das da unten nennt, dass man nicht wegtun kann bei allem. Lendenstütze. Die Lendenstütze, bei meinem Alten hat man die wegtun können, das war das Erste, was geflogen ist, weil man denkt, das ist für unbequeme Scheiße. Und jetzt hänge ich halt in dem dann so drin. Wie der letzte Vollmongo. Ja, ich habe auch schon mal überlegt, einen elektrisch verstellbaren Schreibtisch für dieses Element, Tischelement da, das dann geht, dass man das auch für den Hobby fährt. Aber da hängen, ich habe mir jetzt, glaube ich, 2 Jahre gebraucht, bis ich die Verkabelung so hingebracht habe, dass man fast nichts mehr sieht und dass das alles sich da hingeht, wo sie soll und passt. Also wenn ich das Teil vorne kennen muss, leck mich am Arsch, vergiss es. Also ich brauche einen neuen Schreibtisch tatsächlich. Ja? Ja. Ich hätte noch einen höhenverstellbaren Tisch. Das ist ja das erste Mal, dass wir mir wieder viel Scheiße angeboten im Hauptkanal und auch im Podcast haben, kriegen wir immer wieder mal so Chinesen-Mails, wo drin steht, du Jumon, du gehst. Ich krieg die übrigens nicht mehr. Ja, weil das Mail-Konto nicht mehr existiert. Ah. Schau. Ich habe ja mein. Also, du denkst im Dezember. Ich hab ja ein V-Server-Paket für Internetseiten und den ganzen Scheiß gehört und da haben unendlich viele E-Mails dabei, vor allem für mein Browser-Game. V-Mann-Server. Das ich angefangen habe, wieder zumindest vor 3 Jahren oder so. Nein, und da hab ich im Jahr, weiß ich nicht, ich glaube, das kostet im Monat kostet so 15 oder 16 Euro oder was halt im Jahr einfach dann 150, 180 Euro sind und ich denke mir so, das Spiellaufzeit. Ain't nobody got times for this. 2,5 Jahre nicht mehr, was zur Hölle mache ich da eigentlich? 180 Euro aus dem Fenster aus, ich werfe und habe das Ding kündigt und dann habe ich leider Gottes bloß noch in dem billigen 5 Euro Paket nur noch ein oder zwei Mail-Konten dabei und dann hat das Podcast-Konto halt weichen müssen, weil ich mir gedacht habe, das war eigentlich immer so gar nicht, warum gibt es das überhaupt? Da waren immer so richtig coole Anfragen drauf. Ja, zum Beispiel? Immer dieselbe Frau hat geschrieben. Ob man nicht. War das nicht die wo da. Oh, was waren das? Ich weiß es nicht mehr, weil das habe ich einfach dir immer gesagt, ja, mach ich. Nein, da haben wir im Dezember 2 oder 3 Mal dieselbe geschrieben. Ich habe mir gemeint, das war irgendein Scam, aber das war wirklich dann immer dieselbe, so ganz penetrant. Und irgendwas wollte die. Ich weiß nicht mehr auswendig, ich werde es aber nachreichen. Ich habe E-Mail-Konto habe ich nämlich noch, aber ist ja natürlich jetzt wieder Max. Ja, ich habe schon alle E-Mails natürlich lokal runtergezogen und in den Ordner eingeschoben, aber ich hab da nie eingelegt. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass du überhaupt irgendwann irgendjemand schreibt, aber tatsächlich schon. Ja, doch, da haben wir ein paar geschrieben. Das weißt du auch? Einen weiß ich, ja. Ja. Das weiß ich gar nicht. Er weiß sogar richtig gut. Dann haben wir überlegt, ob wir es vielleicht doch deren und dann. Nein. Weil es einfach, it is what it is. Scheiße. It is what it is. Ja. Ja, es war halt einfach 10 Boten. Sagen wir es, wie es das weiß ich nicht mehr, ob da ist überhaupt jemals um Beträge gegangen. Da kann man ja auch schmerzen drüber. Das ist ja mir wurscht. Mehr oder weniger. Ja. Mehr oder weniger. Aber wir nehmen auch Materialien. Es ist ein, nach wie vor, das hat so ein bisschen das Problem. Ich meine, natürlich macht mein Hauptkanal das jetzt da seit 7 Jahren und seit ungefähr 5 oder 6 muss ich mit so Anfragen teilweise auseinandersetzen. Ich hätte überhaupt keine Ahnung, was man da verlangen kann und was nicht. Ich sag das, was ist. Keine Ahnung. Also wenn ihr müsst, dann schon wirklich so das letzte Angebot gleich schicken, weil ich ziehe euch dann nach allerletzte raus. Was letzte Preis? Ja, genau. Werbefläche, was letzte Preis gibt. Gebt. Ah, oh, wo Werbefläche. Gut. Oh.
gibt Intro, Junge. Ja, ist eh scheißegal, los laufen. Ja, sechs, zwei fette technische Anlagen, da ist Sound und Dezibel und Frequenz und Audio-Mixer. Ja, und höhenverstellbare Endstufentöne und Endstufentöne. Irgendein Audiotechniker, wenn wir in die Kommentare drin sind, ich höre jetzt schon, Tastatur wieder losgeht. Ist alles los, ein Trottel, keine Ahnung. Pumpedüse oder meine auch, oder das Mikro da. Pumpedüse oder die Pumpfund. Das Mikrofon ist eigentlich da unten der Roboter. Ja. Wir sind eigentlich da immer im Kreis fahren, immer nur der auf der schmerzen, wo er gerade vorbeifährt. Dann kann man eigentlich mal machen. Dann stellen wir das Mikrofon drauf und dann würde er da die ganze Zeit im Kreis fahren und wer gerade da ist, der schmerzt. Gute Idee. Ja, das stimmt. Spitzenidee. So, wissen wir heute schon wieder gar nichts mehr, oder was? Oder ja, am Freitag war ich weg, und kam wieder mal. Ah, oh, letzte Woche. Ah, da habe ich es leider nicht geschafft. Also du hast es leider nicht geschafft. Leider habe ich es nicht geschafft, da war ich sehr gern bei gewinnen. Ich möchte das auch singen. Todesabriss da drin. Leg mich am Arschloch. Da ist rumgegangen. Aber eben, bis du letzte Woche angefahren bist, da haben wir noch zwei, drei Liter hin und her geschickt, die hab dann einer mit kurz zeigert. Ja, das ist schon ein schöner Trisch. Ja, ja, und die lassen da wirklich keine Sekundenpause. Also, ich möchte einfach mal durchschnaufen oder mir schnell ein Bier holen. Ich hab dehydriert da und ich brauche Sauerstoffzeit und bitte. Aber dann hat es geheißen, los, und dann noch das und das und hier. Und ich habe gesagt, bitte nicht. Sonst hast du zwischen die Lieder in die Fall geredet. Nein, ganz so nicht. Ja. Da ist immer, die haben wir nicht viel dazwischen geschmerzt. Es ist so Schlag auf Schlag gegangen, das Wissen. Irgendjemand ist neben mir gestanden, ey, bist du keine, ja? Wer bist du? Ja, ich gehe vom Podcast. Ja, passt. Okay, passt, Nio. Und dann habe ich nur jemanden, das war ganz witzig, da habe ich gesagt, das muss ich da noch verzeihen, die Johanna habe ich getroffen. Johanna, ich liebe dich. Nein, die Johanna liebt mich. Ah, ja, aber ich liebe dich. Aber sie hat sich leider nicht traut, dass sie mich anspricht. Da ist dann ein Kumpel früher gekommen und gesagt, hey, darf Johanna mit dir ein Foto machen, weil sie ist so Fan von dir, vom Podcast, sie draußen erst gefragt. Ich sage, ja, komm her, Johanna, darfst du mir am Arsch gelangen, dann hat sie mich noch angereiht. Und das Foto wird dann auf alle Fälle bei ihrem Nachtkastel stehen und für diverse Aktivitäten alleine sorgen. Wie sieht Johanna aus? Wie alt ist Johanna? Wie ist ihr Gesundheitszeug? Johanna war ganz eine liebe, ganz eine hübsche. Ich weiß nicht, wie alt das war. Alt genug. Hast du das zusammengehauen oder nicht? Für Fotos machen mit mir. Also mindestens 25. Und dass man am Arsch gelangen darf. Sie muss ja gerade mindestens 14 sein. Dass du am Arsch gelangen darf? Nein, dass du dümpfen darfst. Das wollte ich das letzte Mal sagen, ich habe das rausgefunden, zufällig. Das haben wir schon mit drüber geredet, so wann wir wie, du darfst jetzt der 14-Jährige zusammen ein bisschen behindert. Geil. Johanna, wenn du 14 bist, jederzeit. Ich kann doch nicht, was für ein 14-jähriges Dernl geht denn auf ein Ektomorph-Konzert? Die war ja nicht 14. Schade. Zumindest habe ich nicht gefragt, wie alt das ist. Oh, das ist immer gefährlich. Sie hat ja mich auch gerade abstimmen bin, wenn dann derjenige, der... Ja, sexuelle Belästigungspanda. Ja, ich hab das Wort vorhin... Aber wie erklärst du das, dann bist du ja trotzdem mit Hosenspritzen dabei. Das Wort in beiderseitigen Einverständnis war das. Zumindest wie gesagt, machst du noch Moschlungen. Aber pass auf, ab wann ist es in Europa erlaubt, Sex zu haben? Wir zeigen euch, ab welchem Alter einvernehmlicher Sex in den EU-Ländern egal ist. Blablabla. Sex voll komisch. In Deutschland ist Sex ab 14 Jahren auch mit Personen über 18 Jahren legal. Wichtig, das gilt nur, wenn alle beteiligten Personen mit den sexuellen Handlungen einverstanden sind. Muss ich da vorher einen Vertrag unterschreiben? Mhm. Ich tat sicher jetzt halber durch, aber wenn die Kleine dann irgendwann einen Hass schiebt und der Teenie-Hass von Frauen ist echt unbegrenzt, die sagt nämlich dann, der war in meiner Karre drin und ich hab gesagt, nein. Und dann ist dein Leben nämlich vorbei. Mhm. Wenn du nicht irgendwo ein Video hast, ja. Ja gut, dann filmst du einfach nur. Du fucking Genie. Ja, wer tut das nicht? Ja, sicher. Ich nicht. Wir brauchen was für später. Ja. Achso. Ja, dann nicht auch. Das ist nicht mehr effizient, wenn wir bloß am... Mit Späßeln vorbeikommen, dass man sagt, hey, schon wir machen in Trimbo. Da was in Kam, ja, da war ich auch drin. So ein Film haben so Bewertung, wie bei Let's Dance, einfach so Let's Schwanz. Stellst du da kurz eine Bewertung, dann noch abgeben, genau, mit der Performance so war. Schüttel hoch. Ah, bei dem Dogi hast du, hättest du nur einen Fuß in Tätow so hin und ein bisschen besser spreaden. Ja, und das nächste Mal ein bisschen die Haltung anders, dann klatscht das ein bisschen mehr. Ja, genau. Aber du musst einen Pfund nicht filmen, du willst sehen, ob deine Eier sauber ohne klatschen. Schade, steht Eier so. Patz. Das hört sehr gut über. Ja, aber auf alle Fälle Grüße gehen raus an Johanna. Es war ein sehr nettes Kennenlernen. Okay, habt ihr jetzt öfter was? Ich hab gesagt, das nächste Mal muss ich einfach selber fragen, sonst nicht mit Wadlo scheißen. Ja, oder ominstruieren, keine Ahnung, wie das Frauen machen. Kenn ich. Ich finde es ein bisschen lustig, weil die stehen dann teilweise einfach direkt nebeneinander und währenddessen die der Spezi fragt, weil sie der andere nicht traut, steht der andere so 3 Meter dahinter und schaut die so. Nein, sie ist mit dem Rücken zu mir gesessen, ich glaube, sie war da ein bisschen verlegen, dass sie jetzt da aufgestanden ist.
Aber ja, schon passt. Es war eine nette Johanna. Ja, ich weiß halt auch nicht ein einziges Mal, dass da irgendetwas komisch. Ja, doch. Ja, ja, doch. Gut. Das war, glaube ich, auch eine der unangenehmsten jemals. Not a long, long time ago. Ja, das ist noch nicht mehr lange her, stimmt. Das war das unangenehmste jemals. Und das zweit unangenehmste war im Volksfest. Aber das ist schon lang her. Das ist, ich weiß nicht mehr, in was für einem Jahr das war. Das war relativ am Anfang, 19 oder 20. War 20 noch ein Volksfest? Nein. Nicht mehr, da müsste eigentlich 19 gewesen sein. Und da war ich gerade absolute Todeshalbzeit. Und da bin ich heim halt da gesessen, natürlich Strule voll. Und irgendwann haben sie dann einfach zwei Leute unkommentiert da hingesessen, haben das Labern noch gefahren, haben mir noch nichts gedacht, da war das auch noch ganz frisch und neu und so, ah ja, ja. Und irgendwie ist dann aufgefallen, und die gingen nicht mehr. Die waren jetzt da. Ich rede schon lange nicht mehr mit denen, die gingen nicht mehr. Die sitzen jetzt da, boom, vorne und schauen mich so. Ähnlich wie da. Die gingen einfach nicht mehr. Dann steht der erste Spezi auf, geht, kommt nie wieder. Dann steht der zweite auf, geht, kommt nie wieder. Dann sitzt sie da, leise da. Denke mir so. Vor allem, der bin jetzt so schön sozial kompetent, dass er dann einfach auch mit... Ich bin schon sozial kompetent. Ich habe mir überlegt, jetzt soll ich sagen, ist ja nicht so, dass sie sich verpissen sollen oder nicht. Ich weiß jetzt auch nicht. Das ist alles neu. Keine Ahnung, leg mich. Okay, dann habe ich zwei neue Freunde. Ja, so, das wir ist jetzt halt hier. Und deswegen finde ich es im... So haben wir uns kennengelernt. Ja, genau. Und deswegen, es ist immer das Gleiche. Da habe ich schon... Aber mit der Spätwirtschaft. Und dann habe ich gefragt, ihr habt Bock auf den Podcast? Ja... Podcast, was? Was ja, hast du mit meinem Mann gesagt? Es ist einfach unangenehm, wenn die Leute zu fahren. Nein, ich finde das geil. Ist einfach so. Ich finde es geil, wenn es so richtig geil. Ich sehe tatsächlich so immer die zwei oder drei selben. Das ist echt witzig. Die haben mir am Anfang. Ja, die haben mir am Anfang, das war glaube ich letztes Jahr irgendwo. In Deichbau haben sie das erste Mal gesehen und seitdem, glaube ich, haben wir uns 10-mal gesehen und mittlerweile ist es wirklich schon so. Das ist witzig. Ich war zwar kennengelernt im Slipknot-Konzert, ein Corbin und Flo, mit denen fahren wir jetzt regelmäßig einmal auf Konzerte fort. Das sind ganz kribbelige Kerle, die zwei. Geißen gut. Cool. Auf jeden Fall. Schier, klaut unsere Witze, wie wir ihn verarscht haben. Ja, ihr lernt. Mhm. Ja, ich bin ja nur proud. Improvise, adapt, overcome. Was? Mhm. Okay. Render. Mhm. Hast du dir da odentet? Ja, ist Blut. Was weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Meine Tage. Was ich ein Konzept braucht. Was ich erstaunlich finde, wir haben ja schon mal drüber geredet, wie viel Aufrufe und Reichweite der Podcasts an sich selber so hat. Und das ist ja wirklich ein minimaler Bruchteil von dem, was da im Hauptkanal vor allem vor zwei, drei Jahren los war. Dass euch da draußen auch so viele Leute kennen. Das finde ich krass. Das ja, so kleine Zahlen haben sie nicht, aber im Vergleich zu anderen, wir müssen da am Monte oder so gehen. Also richtige Leute, die richtig, richtig, richtig Reichweite haben. Ich glaube, wir haben heute den Nachteil, wir haben extrem hässlich. Das fällt ja zusätzlich auf. Ja, und der Monte ist wunderschön, oder was? Ja, da fällt es jetzt auf, dass im Gesicht tätowiert. Ich wollte gerade sagen, was hat er denn da eigentlich? Was denkt man sich, wenn man es im Gesicht tätowiert? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin so der Kerl bis zum Hals, finde ich es eigentlich ganz cool. Das Gesicht ist nicht geil. Aber das Gesicht, das finde ich, wirkt immer deplatziert. Immer asozial irgendwie. Das ja, hat immer so, Assi-Stempel. Und immer so deplatziert irgendwie. Das schaut einfach aus, im Gesicht, das gehört da nicht hier, weißt du? Ja. Das heißt ja eigentlich auch, dass so ein Gesicht oder ein schönes Gesicht sollte eigentlich sehr symmetrisch sein, von links zu rechts. In den seltensten Fällen. Ja, ja, aber desto... Ich glaub, Jensen Ackles ist einer der wenigen Menschen, bei dem es genau ja, symmetrisch ist. Aber du hast ja wirklich desto... Dean Winchester von Supernatural. Der kleine von den zwei Brüdern. Das heißt ja, desto ähnlicher die Gesichtshälften haben, desto attraktiver wirkt eine Person. Jensen Ackles. Ja, wenn du es dann quasi Modo die Hälften aus den Hand schneidest, klonst und pickst nur zusammen mit einer Schiene. Das weißt jetzt du nicht. Ja, ich glaube schon. Na? Komm mal probieren. Wenn er beidseitig mongolös ist, dann ist es richtig geil. Richtig geil. Mhm. Gut. Haben wir das auch geklärt? Passt. Quasi Modus. Wenn wir gerade beim Tyson waren, der kämpft im Juli gegen Jake Paul. Ach, stimmt, das habe ich auch gelesen. Was zur Hölle, Alter. Doch, was werden da wieder Kohle fließen? Oh, ich möchte gar nicht wissen, Alter, wenn ein Mike Tyson nochmal in einen Boxring steigt. Die müssen so gescheit haben, oder? Der kann nicht einsteigen. Der ist immer 50 Jahre alt. Da gibt es junge Trainingsvideos, der prügelt dich zu Scheiße, das garantiert er. Darum hat er einen Tiger, das heißt, der sogar einen Tiger. Der bringt dich um. Der Mann ist 7, der geht auf 60 zu. Und steht da mit seinem Boxtrainer im Ring drin und der, wenn ihn zuhaut, denkt so, okay, bin raus. Ich möchte mit der Ring sein in dem Moment. Das ist wirklich, wow. Da bin ich, das sage ich dir auch, wie es ist. Ich glaube, das übertragt sogar Netflix, das werde ich mal anschauen.
Das sage ich dir, was ist, und wenn es um 4 in der Früh gibt, ist mir scheißegal, an einem Dienstag, dann werde ich es mir auch schauen. Das muss ich sehen. Netflix, glaube ich, hat jetzt auch die Rechte für das Catchen. Für Wrestling? Ja, ich glaube, dass da im Laufe des Jahres, Monika, das los, ich weiß nicht genau wann. Da haben wir geredet, wie du nicht da warst. Also, auf einmal hat der YouTube-Algorithmus wieder rausgeschissen mit da Wrestling-Ding. Und dann springe ich doch wieder drauf an und schauen wir so Dokumentationen über den Undertaker, seine Geschichte, über den Hogan, seine Geschichte, über den Warrior, seine Geschichte und wo ich damals... Geile Ultimate Warrior. Groß war mit... und es ist einfach schon geil. Dann habe ich kurz überlegt, so, eigentlich hätte ich schon Bock, das mal wieder irgendwas zum Anschauen und zum Verfolgen. Wenn es auf Netflix läuft, dann baue ich es mal wieder ein. Also wenn es auf Netflix läuft, ja. Bin ich dabei. Ja, safe. Zu dem mittlerweile, man. Da haben sie jetzt eh aber Leute ausgeballert, gell? Den Vince, vom wie Wrestling. Heißt der? McMahon, da der Chef? Der McMahon, der ist doch schon, seine Familie ist doch schon Chef von dem Wrestling. Ja, aber der alte da, der ist ja, jetzt raus. Und ich glaube, der Brock Lesnar, den haben sie auch raus, weil der hat anscheinend direkt irgendwann von seinen Angestellten ein wenig so zu körperliche Dienste, viel körperliche Dienste verkauft und so. Also dann, ja, gut. Ist anscheinend dann bleibt wegen so Geld hängen. Ziemlich wieder Shit. Ja, weißt du, was im Arbeitsvertrag stand? Ist das, ja, eben. Selber schön, wenn es nicht lesen kann. Aber da ist ziemlich wieder Shit gestanden. Ich habe es mir auch damals gedacht, also vor mir. Also vor mir, aber übernimmt es dann nicht jetzt die Tochter? Der McMahon ist doch schon immer der Chef. Von aber übernimmst du nicht die Tochter sogar von dem? Ich weiß nicht genau, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Mann ist ja ein Milliardär. Ich habe das nur mit dem Skandal. Ja, aber der ist ja mittlerweile so alt, dass es aus der Hinge muss vielleicht langsam. Stimmt, langsam wieder alt, ja. Ich weiß, also wie gesagt, ich habe das nur mitgekriegt, dass die zwei jetzt anscheinend raus sind, der Lesnar und der McMahon. Ja, der Göttl und die von der Office, von denen auf so live. Ist aber sauteuer, gell? Das ist deine arme Sticke, ich sag das. Fahren wir da hin? Ja, aber, ja, aber wenn schon geil. Die erste Reihe, glaube ich, kostet 500 Euro oder so. Ja, dann gehen wir halt in die zweite hin. Das ist jetzt mal von der Steier. Ja, ich hätte auch voll Bock auf so ein scheiß Event. Das war schon geil. Das sind eben in der Olympiahalle, oder? Ist das, haben das Amateure oder ist das WrestleMania? Das ist wirklich WrestleMania. Also, WrestleMania selber ist nicht. Da gibt es ja verschiedene, da gibt es die ganzen. Aber die kommen dann nach Deutschland. Da kommen auch die großen Namen, also so die Triple A. Nein, sogar die Personen, nicht nur den Namen. Ja? Fahren wir hin? Machen wir später wieder Ausflug. Ich darf es mal anschauen, das war sicher geil. Das war witzig. Sicher geil. Und dann mache ich aber so ein Hand mit so einem Finger, was schon, die brauche ich dann. Ich habe so viel Bock, dass ich ein Schädel bauen darf. Was meinst du? Weiß ich noch nicht. Ich bin so gehypt, ich habe gerade gebastelt. Das muss in dem Leben nur passieren, dass ich in einem Live-Wrestling-Event drinstehe mit einem Schädel. Ich habe so viel Bock, dass ich sogar ein Schädel bauen darf. Ja, genau. Das wird gut. Aber was ein bisschen schade ist, dass die Catcher nicht mehr so geil overacten, wie sie es früher gemacht haben. So wie der Macho Man Randy Savage und der Roman Reigns, wie sie. Wenn die, oder eben auch der Ultimate Warrior, wenn die wenigstens. Die, yeah, die haben keinen normalen Satz nicht sagen. Und halt reden soll ich normal, das ist irgendwie uncool. Naja, ich finde das schon cool. Ich finde, die machen das jetzt wirklich so auf fast serienbasiert, was das jetzt, ja, ja, das ist schon. Das ist ja schon immer Teil. So. Das ist, ja, gibt da vor allem, was so viel Spaß macht. Was so viel Spaß macht, da drüben ist halt, du weißt als Erwachsener natürlich, ich mag euch natürlich jetzt halt auch nicht den Spaß versauen, toll, dass das halt alles gespult ist und so weiter und so fort. Wie, das ist gespult? Ja, das verstehe ich überhaupt nicht. Du kleine Pfanne. Man munkelt, natürlich ist es alles echt. Und natürlich geht es da um unendlich viel Geld und so, aber nicht wie in anderen Sportarten, dass sie einfach, ja, da kauft sich der Wrestler, kauft sich jetzt irgendeinen Super-Wrestler und dann macht er alle fertig und und es ist langweilig. No. Sondern das ist alles eine Show so. Da hätte ich schon Bock drauf. Voll. Wann fängt denn so, wie läuft denn das da? Ist das kapitelmäßig? Fängt da jedes Jahr eine neue Storyline an oder wie, also, wie läuft das? Ich weiß, ich bin jetzt auch schon wieder ein paar Jahre raus. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, was war das für WrestleMania, was ich noch verfolgt habe? Sagen wir mal 8 Jahre oder so jetzt her. Und dann habe ich seit 8 Jahren scheiße eigentlich nicht mehr. Aber du hast ja da schon immer so wie so Staffeln mehr oder weniger gehabt. Wie Arcs in Anime. Ja, so in die Richtung, so kann man es, glaube ich, jetzt grob umschreiben. Und fangen die, je nachdem, wie lange das halt dauert, dann kann man im Juli neu anfangen, oder wird das jetzt ja? Ja, und dann hast du da so die drei miteinander, und dann fällt der eine die anderen in den Rücken, und dann hast du da Fäden zwischen denen, dann kommt irgendein neuer Typ einer, der ist dann der Blutfeind von dem anderen, die verbinden sich dann. Also, aber ist das nicht so ein fließender Übergang eher bei denen, dass da wirklich die eine Story, ja, ja, und nebenbei, ja, läuft der zweite, wenn die eine vorbei ist, läuft halt die zweite, ja, ganz, also man kann da einsteigen, ist es wurscht worden. Ja, ja. Ja, ja, da habe ich mir wirklich überlegt, das war vor 2 Wochen oder so gerade mal, dass ich nachschaue, wo muss ich da aber abschließen? Ich glaube, auf Wow oder eben Sky, wow, glaube ich, kannst du so schauen. Ja, wenn bei Netflix kommt, dann kann ich da bleiben. Das, ja, muss ich nachlesen. Vielleicht ist da der, vielleicht ist, ja, genau. Stell mal drei Stück. Da schauen wir noch Tickets, der nächste Live-Event und wann es auf Netflix kommt. WWE Deutschland. Und eventuell ist ja da dann, wenn der Vince abgetreten ist und diese Tochter oder irgendeine Bahn eine übernommen hat, das der Grund, warum er jetzt dann zu Netflix geht. Ich habe keine Ahnung. Okay. Was kostet der Garten? SmackDown Live? Aha.
30. bis 31. haben zwei Events. Mhm. Da und kostet 30. die Karte. Bis 31. März oder was? August. 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 Da gibt es einmal, das ist beides in Berlin, aber ist nicht so schlimm. Der 30. August kostet nur 771 ab. Ja, aber ab. Und am 31. die es gibt nur Premium-Tickets. Ab 1212 Euro. Ja, das sind aber, ich wollte gerade sagen, ja, das sind Premium-Sitze. Das sind immer die normalen Plätze, die sind. Wir wissen, wenn man da ein Jahr vorher bestellt, also wenn aber man halt dieses Jahr für das Event nächstes Jahr. Ja, inklusive Getränke, schauen wir, ob da Bier dabei ist. Oder Tequila. Löbt uns richtig die Bier nicht zu. Dann rennen wir einfach wütend in den Ring hinein. Ja, genau. Und kotzen wir. Dann schreiben wir freien Helber vom dritten vor zusammengefallen. zusammengefallen in die Hosenbrunst und dann vom Referee so ausgezogen worden. Da bin ich übrigens auch korrigiert worden. Der Giant ist nicht der Big Show. Ja, das habe ich dermaßen, das habe ich mir über Jahre in meinem Hirn zusammengerendert, dass das so ist, aber es ist halt einfach nicht. Ist beides groß, kann man beides groß, ja. So ungefähr wie, war es nicht auch beim Kevin Nash so, dass der vorher Diesel geheißen hat? Da war es schon so. Ja, das war aber eher, das ist ja die Kevin Nash war das WCW? Also ab 100 Euro. Der Nash war WCW, glaube ich. Und die habe ich überhaupt nicht geschaut, ob ich damals wegbockt, weil das ich war immer die straight zweite, WWF. War immer nur. Bei mir war als kleiner Bub WWF und dann nochmal so als Jugendlicher nochmal WCW, dann mit dem Sting, mit dem Hollywood Hogan und Goldberg. Und das Goldberg. Oh, den Goldberg habe ich geliebt, das war immer geil. Spear Tackle, Jackhammer, Ende und wieder raus. Ja, 11 Sekunden war sie Rekord, oder? Biffy, der. Und alle anderen Wrestler hassen irgendwie einen Goldberg, weil er so unsauber kämpft. Weil er die halt, wenn er die Spear Tackle, dann tut es richtig weh. Und wenn er die Jackhammer, dann tut es richtig weh, weil er die nicht gescheit dreht oder sonst irgendwas, weil er halt ein unkamperter Biffy ist. Dann haben sie es selber schön, wenn sie das mit ihm machen lassen. Na, richtig. Ja. Ja. Auf jeden Fall so ab 150 Euro, aber du kriegst zum Teil keine Tickets mehr. Also 150 ist so aber Ticket 150, 200 im, Euro, da ist mir schon kostenlos. Im Resale haben sie drin, allein schon, was drunter steht, ab 500. Aber nur aber Berlin, Oberrang, schöner Oberrang. Aber ist ja nur Berlin, oder wie? Ja, die haben nur in Berlin. Nein, die kommen ja auch ein paar Zwillingen. Ja, aber das haben sie nur in Berlin. Okay. Das war ja, ist ja wurscht, man muss deswegen sagen, ja. Aber du fährst 5 Stunden, das geht voll. Da haben wir schon. Berlin? Ja, da haben wir schon. Eines klar, Player haben wir drauf gefahren. Ins Berg hin. Das ist Berghain. Ja, da stehst du ja nur mal 20 Stunden ein. Dann stampfen wir das Wochenende durch. Was ist das, Disco oder was? Ja, das ist so die legendärste deutsche Disco, sag ich jetzt mal. Da wird alles so, echt nicht. Ja, du darfst ja nicht. Du darfst ja nicht filmen, gar nichts. Es gibt keine Beutel und keine Videos vor drinnen, da werden alles wird abbiegt. Wenn du da drinnen irgendwie was filmen möchtest, dann werfen sie sofort aus. Es ist anscheinend auch relativ schwer, dass du da reinkommst und der Money ist über das ganze Wochenende durchgehend offen. Ich verstehe. Wir verstehen. Das klingt nach großem Spaß. Seh. Muss man ich glaube schon. Vielleicht weiß ich nicht, ob da der kleine bayerische YouTuber groß genug ist, dass er sagt: Hey, der wir haben. Nein, da haben doch sogar schon. Was war, wer ich bin? Was? Was? Kennst du? Aber da haben doch sogar Leute nach ihrem Auftritt. Sie haben noch in Berlin einen Auftritt gehabt. Ich mag jetzt nicht sagen, dass Ed Sheeran war, aber irgendwer, der ungefähr von der Größe her so groß ist. Ja, Ed Sheeran. Also, ich stehe davor und gehe mal nicht rein vom Berghain. Also so, das ist ehrlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ich glaube, Ed Sheeran hat ja, der ist einen ganz massiv krassen Legendenstatus für das, dass er gefühlt optisch nicht mal 20 ist. Der spät, der macht, wenn es 5 Stadien geben, dann macht er alle 5 gleichzeitig voll. Das ist ein Irrsinn. Aber ins Berghain kommt er nicht rein. Da kommt er also nicht rein, ja, da kommt dann noch rein. Der Elon Musk. Es gibt... Stopp, ich glaube, der Musk ist nicht eingekommen. Das war, ja. Ja, okay. Echt? Ja. Gut, der hat ja Kameras in die Augen. Wahrscheinlich. Ja, 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 okay. Nein, das war, glaube ich, wirklich der Musk. Weil von der Größe her, ja. Doch, das geht. Ja, ich glaube, das war wirklich der Musk. Da gibt es nicht mehr recht viel drüber. Ja. Wir sind dann dafür festgekommen. Ja, klar. Ich konnte jetzt zum Mars fliegen, aber ins Bergheim komme ich nicht mehr. Ich glaube doch, dafür los ich eigentlich nicht auf dem Mars. Nein, mein eigenes Bergheim kein Thema. Mars. Ja, genau. Mit Kamera. Sehe die Katzen an, gut. Okay. Mit Kamera. Ne? Oh Mann. Ah. Oh Gott. Wir sind aber nach dem Ektomorph-Konzert in Straubing ins Tiefenrausch reingekommen. Das war verrückt. Weil ich einlassen haben oder weil es voll war? Nein, weil wir waren zu dritt, ein Kumpel und eine Freundin waren dabei und dann wollten wir da rein, aber es waren zu viele Salamis drinnen und wir haben zu wenig Turnhallen für die Salamis dabei. Ich verstehe. Die Leute dürfen, also, hey, aber das habe ich nie erlebt. Dass ja, das ist das erste Mal, dass wir sowas irgendwie nicht eigentlich machen. Aber Tiefenrausch und du? Seid doch so, dachte ich. Hätte ich auch gemacht, aber es war andere Türsteher. Das war nicht unser Herr Bibi. Ja, aber es geht ja um den Chef da drin. Was um? Um den Chef da? Ja, aber... Hol mir den Chef da, hast du was, wer ich bin? Kannst du mal kurz in den Stall?
Gehst du, ja? Du Wichser! Herr Türsteher, geh mal rein da. Sag mal dem Chef da. Nein, du hast der Piet und dann da. Sie haben zu viel Schwengel am Start und wir haben. Hättest dein Herz gesagt, das war nicht das, der hätte gesagt, hallo. Bist du passiert? Ohne Shaming hätte ich gesagt. Jetzt inzwischen vier, sechs Stück. Ja, genau. Wie der Buffalo Bill. Goodbye, Horses. Er soll sich mit dem Tequila einkriegen. Ja. Oh, ja, aber so pass, kann ich das auch abhaken, dass ich wo nicht reinkomme, weil jetzt voll Schwänze drin sind. Weißt du dann schon, was du hast, ja? Du hast gesagt, das ist Diskriminierung, ich möchte jetzt sofort rein. Mir war scheißegal, ich hab gesagt, dann geben wir den scheiß nächsten Lohn, ich möchte einfach ein Bier trinken. Da wollte man ins Bolleck, keine Ahnung, wie der Lohn heißt, da war irgendeine Bienenkorb-Party. Da hat gesagt, ja, gehen wir da. Ich so, ja, geil, alte Ischen aufreißen, gehen wir da rein. Wir haben schon zu. Dann sind wir da ist jetzt so, in der Bahnhofstraße oder so, ist also ein Laden, der 24 Stunden offen mit lauter Automaten wie in Japan, wo du den ganzen weirden Scheiß dann zum Essen hast. Arcade Games oder was? Nein, nur zum Essen und E-Shishas und Yum-Yum-Nudeln und dann hat man hier, das war so geil, da waren zwei Typen drinnen, da geht der andere rein und die haben jetzt so orientalisch ausgeschaut und der andere geht rein, ja, Bibi! Ah, richtig gute Idee! Ah, Bibi! Ja, und jetzt war dann so, wir sind keine Araber, wir sind Türken, du Kartoffel! Und ich stelle mich so in meinen Automaten hier und lasse mir die 5-0er-Dosen sim Stück hintereinander aus, dann stehst du da und halt schon wieder, da kommt er jetzt einzeln aus, der fährt das Ding auf, und ich sammle da ein mein geiles Bier und er kommt zu mir und sagt so, bist du auch Deutscher? So, ja, Kartoffel. Da sage ich so, Süßkartoffel bitte. Und dann so, komm, geile Affen. Kartoffel, Süßkartoffel, abgehört. Oh Gott. Ja, auf alle Fälle ist der Abend dann in keinem Club mehr geendet, sondern bei der Freundin auf der Couch mit Dosenbier und Yum-Yum-Nudeln, wow. Geil. Ja, klingt stark. Ja, aber super, vor allem, weil dann so, die sind nicht so scharf. Dann haben wir, die Freundin hat zwei Kinder und dann hat sie so einen halben Liter Schokomilch gehabt, da haben wir die ganze nur die Milchex von aber Milchex so von Toast gefressen, oh Gott, ich sterbe. Die Frage der Frage, gekocht oder angekocht? Was, die Nudeln? Ja, schon gekocht. Der Spätzle hat noch richtig auftrumpft. Da hat er richtig auftrumpft. Dann hat er gemeint, ah, er isst so gern scharf und er feiert am nichts und dann frisst er die Schärfen von denen und hockt er da. Ich bin schon scharf, Schokomilch! Gute Schokomille. Ah ja. Schokomilch. Das ist die Schokomilch von meinen Kindern, die ist aber scheißegal, gib mir's! Ja. Heute ist auch The Day noch, Birgelex. Was ist denn? The Day! Heute ist mein Probetraining. Oh, bei der Garde, oder was? Ja, da muss ich halt. Oh, du musst heute noch hin? Ja. Und trainieren die, mach die. Na, halbe acht bis um 10. What? Bis um 2,5 Stunden? Ja. Wow. Aber ich hab schon mal. Wie oft einmal in der Woche? Nein, die trainieren dreimal in der Woche. What? Ain't nobody got time for this. Donnerstag, Freitag, Sonntag. Sonntag auch noch? Ja. Saufen die nicht? Nein, die sind ganz. Die haben so auf Erfolg aus. Aber ich hab schon mal Roy Bianco-Handtuch eingepackt. Kann man mit der Garde Erfolg haben, oder wie? Irgendwie, also die gewinnen. Was tut man da eigentlich am Mittag? Was ist das Ziel ist so der Garde? Ja, die sind so Showtänzerinnen praktisch. Ja. Und die, das ist ja eigentlich sogar ziemlich cool. Sag ich ganz ehrlich, wenn die so geil kann, das ist immer geil. Aber nicht, wenn es da auf so einem Faschingsfestel 18 Garden hintereinander oder Jesus. So. Nein, es ist ja da, es gibt ja da verschiedene. Es gibt dann ja auch so Marsch-Fußballverein, aber die machen halt so tanzt. Die machen halt so Showtanz. Und Showtanz ist halt schon geil, egal wie viel das du schaust. Sind also die dann nicht nur im Fasching, sondern sind das ganze Jahr irgendwie unterwegs? Nein, die haben nur größtenteils Fasching unterwegs. Da habe ich irgendeine Battle im Kopf in Ruhestorf. Frag mich nicht, ich weiß nicht mehr, was das war. War es Halloween oder war es Fasching oder was weiß ich. Da war ich noch einmal, das nicht so lange her ist, in den letzten 3, 4, 5 Jahren, ich glaube ein Jahr vor Corona. Und auf einmal, da ich lauter Besuch von den Bierdämpfen, das hätte ich wie halt immer schon. Und auf einmal machen alle die Bühne frei und dann kommen lauter so, ja so Garitussis da einer und fangen an zum umeinander tanzen. Vor allem in Ruhestorf. Aber halt so richtig, so, ja, du sagst schon, sie wollen, aber sie können nicht. So, sie so, ja, das haben sie sich daheim ausgedacht, die Choreografie. Und alle stehen halt, und ich denke mir die ganze Zeit so. Hebefigur zusammengefallen. Alle haben Pump vorher und dumm, und sie stehen jetzt da in Ruhestorf auf der Bühne. Was passiert denn da? Stop it. Ah! Nein, also die gewinnen da wirklich so Preise. Ja, gut, wenn man dreimal in der Woche 2,5 Stunden trainiert, dann. Ja, die haben ja wirklich auch verrückt. Die haben ja wirklich verrückt, was die so geht. Hast du einen guten Verein ausgesucht, praktisch. Ja, ja. Richtig durchstarten jetzt. Das wird richtig witzig. Vor allem, ich kann mir, also, eines der peinlichsten Dinge, die ich mir jemals vorstellen könnte, das ist, vor fremden Leuten nüchtern zu tanzen. Also ich glaube, es gibt nicht viel, was mir peinlicher wäre. Und ich weiß, was heute passiert. Genau das. Von mir dann schon mal zu. Das war fast ein kurzes Video wert. Ja. Das war schon geil, ja. Ja, da gibt es nicht nur Grußmausis, sondern Tanzmausis auch in der Arbeit. Ja, aber die ist ja sonst auch nichts jetzt blöd, wenn ich mir die wirklich letzte... Ja, aber schreibst du ja für nix. Die letzte Instagram-Story, wenn ich mir anschaue von dir. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, da hat sie... Im Fitnessstudio hat sie selber fotografiert. Jim Knopf. Und hat dann...
Jim Knopf? Mir absagen, weil Gaudi Beitel schickt und er prollt wieder sauber auf Instagram in der Story. Jim Knopf war witzig. Mit was darfst du umeinander prollen? Ja, mit meinem Rad. Ja, ich hab ein bisschen am Biceps hier. Oh. Wenn er aufpumpt ist, vielleicht, dann hab sogar ich einen. Wieder geil, hab ich dir den geschickt, den komischen Russen oder was das war, der wieder, der so Implantate wieder in die Ohren hat. Ja, ja. Gibt's ja die, wo sie so Olivenöl und so Zeig einpumpen. Ja, was ist denn mit denen? Ja, ja, vor allem, wenn die so irgendwann aufplatzt, dann. Ja, dann bist du voll ziemlich gut fett. Bist gut gewürzt davon. Ziemlich fett. Ich such den aus, den auf, der ist richtig geil. Ja, ich will mich hundertprozentig kennen. Nein, du weißt nicht. Das ist ganz andere. Ganz andere. Das ist der Sergei Schoß. Der Sergei Schoß. Der Schoß Giergel. Giergel Schoß. Sehr gay. Ja, auf jeden Fall freue ich mich da schon extrem drauf halt. Ja, aber warum genau hast du jetzt da noch mit zugesagt und bist da drauf gekommen? Weil ich eine scheiß große Fresse habe. Jetzt und glaubst du von was? Das kann ich, ja. Was hast du denn, von mir ist das gelaufen? Das kann ich auch. Na, eh nicht. Ja, dann kommst du halt nur für, ja, ich kenne ihn schon. Mit der aufgespritzten Lippen, schau dir, wie er ausschaut. Alter. Was ist denn mit ihm? Der schaut ähnlich aus wie im Kanzler. Was tust du denn da? Warum mach denn so? Ja, weißt du, wenn du den Ellbogen nicht kriegst, wenn du separierst. Kann eh nicht drin, weil lauter Fußball in der Oberhand drin. Vollidiot, dann ist sein Unterarm so dick wie meine. Oh nicht Gott. Vorhanden. Ah, stimmt. Cooler Typ auf alle Fälle. Der Beste. Richtig cooler der Typ. Beste. Vor allem mit aufgespritzten Lippen, nein, das ja, ist ja ganz das stark. Haben wir letzte Woche jetzt gehört. Machen anscheinend nicht nur Frauen. Ja. Also, did you just assume it? Ich hab gesagt, haben wir was übrig? Nein, ins Fressbrett. Nein. Ja. Jetzt mit so Arbeitsschleine da. Hab Urlaubball groß gemacht. Geile Idee. Da haben wir gestern auch nochmal, ich weiß nicht, mein YouTube-Algorithmus macht komische Sachen, schon mal so MMA-Fights so geschaut, da wo sie sich richtig auf die Fresse haben. Das ist so, ich glaube, man hat es aber alle, oder? Das ist wirklich krass, also leck mich am Arsch. Vor allem da, wenn es jemand ausnockt und er liegt am Boden und dann nachher und nochmal voll drauf, dass er ja nicht aufsteht. Ja, das müssen sie ja machen. Ja, aber es ist halt nicht schön. Ja, ja, aber. Es ist so wie so ein Unfallding. Ich sehe es eigentlich nicht gerne, aber irgendwie dann Ding ist, weil das schaut schon krass, das ist so. Es ist so echt einfach. Das ist wie so Pickeldrucker, da musst du einmal dann fertig schauen, wenn du das, ja, das Video. Aber ist das eigentlich nicht Mucks? Dr. Pimpel. Ja. Da immer so sagen, an McGregor sei die Mac, wie hat es geheißen, das Video irgendwie McGregor-Era und so weiter. Das ist natürlich lustig zum Zuschauen. Vor allem, wenn er so ein funkerler Depp ist und die Leiter mault und nur auf Stress aus ist. Und dann geht er halt in den Ring rein und schluckt über den Haufen. Und halt richtig. Ohne, gut, die haben schon Handschuhe, ich weiß jetzt nicht, wie krass dass das da polstert ist. Und so. Wurscht ist. Aber ich glaube, dass das nicht recht viel ausmacht. Vor allem am Ellbogen und am Fuß ist ja nichts drauf. Ja. Ja. Ich habe Handschuhe oder Fight nicht gesehen und Knie ins Gesicht. Ja, war so aus die 90er und so weiter angeschaut, ich kann mich jetzt an die Namen leider nicht mehr erinnern. Schade. Es sind so richtige 2-Meter-Biffin mit so einem richtig geilen Oli-Bar, wo du denkst so, was ist mit dir? Bis er dann das T-Shirt auszieht und dann denkst du so, boah, leck, Alter, der bringt die um. und dann verprügeln sie die da drin halt so richtig, richtig. Ja, und es ist ja dann irgendwann so dieser Moment, wenn der wirklich am Boden fällt oder am Boden liegt, da wo sich jeder normale, mit normalem Menschenverstand, sie denkt, okay, jetzt liegt er, aber nö, der springt direkt drauf und auf. Du merkst also richtig jetzt mal, wenn's die hauen halt natürlich umeinander, es schaut ziemlich unkoordiniert aus, aber es ist halt koordiniert. Ja. Und wenn dann der eine trifft und der andere dann diesen hier macht und am Boden liegt, dann merkst du richtig bei jedem Einzelnen, bei dem anderen, der noch steht, kurze Pause, und dann schalt es im Hirn und Vollgas drauf und dann gibt's bloß noch auf die Fresse. Ja. Ich denke, Alter, was ist denn mit dir? Wann entscheidet denn mich in dem Leben dafür, das mag ich machen? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben wenn sogar. Wenn der Papa aufhört. Wir haben sogar einen in der Community, ob er einen Podcast hört, weiß ich nicht, aber bei mir habe ich einen, der tut das. Mhm. Das ist also ein richtig krass Bummel. Da sehe ich ab und zu auf Facebook, sehe ich Beutel und so weiter, weil wir denken, ja, mit dir mehr, ja, kein Stress nicht. Schlechte Idee, glaube ich. Indem du nettest du. Krass, Schutzgeld. Magst du meinen Türsteher bitte? Das ist schon faszinierend. Warum? Ja, also ich sag mir, das zeigt zum Lernen, glaube ich, ist ganz cool, aber ich habe mir heute nicht gegenseitig so Fotzen. Du musst ja mal schauen, also diese Leute, die wo Boxen, MMA-Fight oder sonstige Sachen in die Richtung machen, die Leute sechs das ja nicht an. Also es haben die nicht die, die so ausschauen, die wo so eine Sportart machen, sondern die haben sehr zierlich und sehr klar, nicht klar, aber oft einmal. Recht dünn, aber man, schnell und stark. Schau dir einen McGregor an, der war ja ein super Federgewicht oder irgend sowas, der wenn ein T-Shirt an hat, dann denkst du, was möchtest denn du? Und du hast T-Shirt oben und spann da mit seinem, wie nennt man das, Signature-Scheiße, der geht halt rein und macht so, und dann du da seine Muskeln anstehen und denkst, oh Gott, du bist der einzige Muskel, Alter. Halt dein Maul. Er ist ähnlich bei mir tatsächlich. Ja, bei mir auch, deswegen habe ich, ist der natürlich nicht jetzt. Eigentlich fällt man mir immer gegeneinander. In der Bootbahn. Es rangelt miteinander, oder? Ja. Es rangelt sich gegenseitig. Rangeln. Arsch an Arsch. Ja, ja, geile Männerschere. Nice.
Rangelschere. Wundert mich ja, dass das auf YouTube so frei zugänglich ist, weil die blöden ja am laufenden Battle. Aber es sind die nicht ab 18 zumindest, die Videos? Wird mir, gut, wird mir nicht angezeigt, ich bin 18. Scheiße. So, jetzt werden wir eine Viertelstunde lang noch irgendein Thema. Zum Beispiel, warum steht da WD-40-Dosen? Warum denn? Weiß ich nicht, ich hab's gefunden. Was? ich hab noch was. Du hast noch was dabei. Habt ihr es gewusst, dass mittlerweile Lachgas als Partydroge? Ja, natürlich. Das hab ich überhaupt nicht gewusst. Was? Ja, das möchte ich jetzt schon wieder verbieten. Ja, ja, ich bin nur der klassische Heroinspritzer, aber Lachgas, was soll denn der Scheiß? Lachgas. Söder, war ein age-frei. Bubage. Bubage. Also das mit dem Lachgas habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ruft man Lachgas her? In die Tankstelle mittlerweile, ganz normal. Das ist ganz frei zugänglich, das Zeug. Und jetzt nehmen die Amis nicht beim Zahnarzt her zum... Wo hast du auch, ja. Und das Money macht, glaube ich, gerade so 10 Minuten. Ja nur, oder haut es da eine? Nein, da geht es nur um ein paar Sekunden eigentlich eher. Das sind keine Minuten. Ich schaue mir schnell mit Infos an. Das ist ja kein direktes Lachgas, das ist ja praktisch dieses eher so ein Helium-Ding gemischt, glaube ich. Das ist... Was für eine Art Rausch kriegt man da? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Da macht einfach das Hirn kurz aus. Ich wollte gerade sagen, es ist halt, wenn es zum Betäuben und Schmerzunterdrückung hergenommen wird, dann kann es sich nicht recht woanders werden. Nein, aber... Lachgas wird als Partydroge in Europa immer beliebter. Als Gründe für den Hype wird unter anderem die leichte Verfügbarkeit und die niedrigen Preise für die Partydroge genannt. Mhm. Außerdem galt Lachgas jahrelang als relativ harmlos. Das Lachgas ist ein Legal High. Ne? Kann in Supermarkt und Kiosken gekauft werden. Ja. Wo kann ich mein Edeka, kann ich mir da eine Dosen Lachgas kaufen? In der öffentlichen Wahrnehmung galt der Rausch, der als euphorisierend und kurz beschrieben wird, jahrelang als eher unbedenklich und wurde auch deshalb immer beliebter. Das sehen nicht mehr alle so. Aber anscheinend gibt es jetzt halt mehr Leute, die irgendwelche Lungenerkrankungen, Wunder, davor ziehen. Du musst ja alle paar Sekunden gefühlt Toni ziehen. Das ist wie Helium. Gibt's das nicht auch mit der, ist nicht das auch in der Sahne-Dingsbums drin? Gibt's das nicht auch, dass man das Gas von der Sahne, Sprühsahne inhalieren kann und dann ist irgendwas? Glaube ich, keine Ahnung. Kann sein. So wirkt Lachgas, da haben wir's. Der Rausch. Konsumierende sagen, dass sich der Rausch wie ein kurzer Traum anfühlt. Man habe eine Art Kontrollverlust. Hat sich halt das habe ich beim Orgasmus auch. Ich gebe jetzt keine Empfehlungen, was man sich stattdessen einhat. Schwindel, Desorientierung, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erfrierungen, direkte Nebenwirkungen, längerfristige Schäden, Nervenschäden, Thrombosen, Muskelschwäche, Gangstörung, Ersticken, Wahnvorstellung. Gangstörung. Stuhlgangstörung. Gehörgang, Stuhlgang, was für Gang. Oh, Capital Bra über Lachgas. Capital Bra über Lachgas. Ich habe zu viel geraucht und zu viel Lachgas genommen. Ja, das war so eine typische Rapper-Droge am Anfang. Ich rate allen, kein Lachgas zu nehmen. Es ist gefährlich, sonst landet ihr im Rollstuhl wie ich damals. Ich konnte nicht laufen, weil ich dieses Zeug genommen habe. Lelelelele. Capital Bra. Wie hat Minas Musk gesagt, ich kenne nicht Algebra, ich kenne nur Capital Bra. Ja. Ganz tolle Zeile, ja. Ich kenne auf alle Fälle in Stein gemeißelt, tätowiert und. Ins Gesicht, das ist ein Gesichtstattoo. Minimum. Minimum. Ja, sollten wir auf alle Fälle mal das nächste Mal am Pull Lachgas mitnehmen. Ist es noch legal? Noch ist es legal. Das heißt, wir können uns da hersitzen und Lachgas einballern. Deutschland setzt ja eher auf Aufklärung statt Verbote, hat es geheißen, am Ende von den Swipes. Und da haben wir gedacht, ja. Für was wird ein Lachgas noch hergenommen? Wenn es so frei verfügbar ist. Für was braucht man das? Ist es Helium, oder? Ist es Helium? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ist Lachgas Helium? Ich war in Chemie nicht so gut. Ja, nicht. Ich glaube, also sitzen bleiben unter anderem. Nein, ich habe es immer auch mit einem soliden Vierer geschafft. Ja, Physik und Mathe waren Chemie, meine Endgegner. Chemie, Rechnungswesen, Physik waren 3-5er, so Schluss nochmal. Nein, ich habe in der 9. Klasse, erstes Halbjahr Physik, Mathe, klare 5 gehabt, aber habe mich dann auf einen sauberen Vierer aufgegabelt, den beiden. Mathe und Physik? Aber hallo hier. Mhm. Ja, es war eine Frau und ein Mann, also es war so. Wer war es? Frau, der Elf, der Peter Pan-Frau, wie hat es geheißen? Frau Löw. Nein, die habe ich nicht gehört. Wir waren dann für welche Physiklehrerin haben wir mir dann noch gehört? War ja nicht. Ursprünglich Namen weiß ich jetzt nicht mehr, die hat mich dann geheiratet, ich glaube, Frau Feierer hat es dann geheißen, wenn wir wissen. Aber ich kann es nicht mehr sicher sagen. Und Mathe, der Herr Duschel. Der Herr Duschel? Ja. Den habe ich Gott sei Dank nie gehört. Ich bin dafür in den Genuss des Herrn Muchs gekommen. Ja, den habe ich auch ein Jahr gehört. Lex, das Ergebnis! 5? Ja, genau. 5 was? Du Penner! Okay. Das war jetzt bei uns immer gekommen, den kennst du auch, das soll ich dann noch im Podcast, wer das war. Das ist mit mir in der Klasse dann gewesen, da hat es auch geheißen, wie ist das Ergebnis? 5. 5 was? Molke. Was? Molke? Ja. Molke ist ein Gefühl. Du hast uns geknippt, oder was? Nein, Molke. Molke! Das war so unerwartet, dass er Molke sagt. Gib mir auf das scheiß Wort, das ist nie in meinem Sprachgebrauch. 5, Molke, okay.
und mein Holzlinial hat aus dem Fenster, aus einem Ampere aus dem Fenster geworfen. Ja, das war eine gute Lehre. War Thema, hat wirklich mit absolutem Nachdruck hat er gesagt, den ersten, den ich sage mit einem Holzlinial ab morgen, den hat's. Du hast einen Zirkel, einen gespitzten Bleistift oder Geodreieck. Ist nicht so schwer gewesen zu machen. Nein. Ja, wer hat's vergessen? Entschuldigung, sind nicht angelangt. Ist das leider Gottes aus dem Fenster geflogen. Upsi. Upsi. Was willst du machen? Aber zum Glück steht unten der Anzeigenhauptmeister. Boah, leck, stimmt, Alter. Ah. Ei, ei, ei. Das hätten wir vor zwei Wochen nicht wollt. Ich habe ja das Spiegel-TV-Video. Den Ursprung des allen Übels. Das habe ich vor drei oder vier Wochen habe ich das bei mir im Discord schon iPad, weil ich es einfach vorgeschlagen kriegt. Aber habe ich so angeschaut und denkt, Alter, was? Und hab das da reingetan. Zwei Wochen später ist es sogar in den Nachrichten in der Bildzeitung überall Joko und Klaas machen eine Serie, Folge. Ich habe zuerst gemeint, dass es irgendein alter Mensch ist. Dem, und nein, aber er ist scheiß 18. Andere fetten sich den ganzen Tag den Schwanz wund und er kommt daher und fäbt sich da drauf ein. Da ist jetzt mittlerweile eher bekannt, warum. Das hat, gut, das ist mir erzählt worden. Ob es wahr ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe nicht nachgelegt, weil ich mich nicht damit befasse. Es hat mir erzählt, dass beim anderen Streamer, hat einer aus der Community geschrieben, er kennt den persönlich. Und der ist halt zutiefst autistisch und ist mit dem, der da geschrieben hat, in Therapie. Und der kann, der hat halt keine, der hat kein Gefühl für Empathie. Das heißt, der kann einfach nicht nachvollziehen, dass das, was er da tut, andere Leute erzürnt. Das checkt er halt nicht. Witzig, tatsächlich. Ja, und jetzt haben sie ihn in einem Fußballspiel, in einem Zug, im Zug, ja, haben sie ihn gewassert. Aber wie? Herzlichen Glückwunsch, Spiegel. Ihr habt es geschafft, dass Fußballhuls einen Behinderten schlagen. Ja, gut, aber jetzt. Ganz große Nummer. Aber jetzt da bin ich richtig stolz. Also gratuliere. Du musst es ja auch nachvollziehen. Autisten, weiß ich nicht, ob du das einschätzen kannst, aber. Dass der Fußballhuli nicht weiß, was ein Autist ist und sich da nicht in einem. Ja, aber jetzt überleg mal, nach dem Spiel, wenn die jetzt. Ich weiß ja gar nicht, wie es gespielt ist, wurscht. Auf jeden Fall, wenn da 4, 5 Leute zusammensitzen, haben sie richtig einen reingesoffen und dann kommt einer daher, könnten Sie bitte Ihren Fuß da ein bisschen auf die Seite tun? Dann wird er nicht sagen, okay, Entschuldigung. Das war das einzige Thema, was wir mir im Discord und im Stream, also, wenn wir drüber reden, das erste, was wir gesagt haben, ist eine Frage der Zeit, bis er auf die Fresse geht. Ja, logisch. Da habe ich aber nicht gewusst, dass er Autist ist. Ja, aber das kannst du ja nicht. Ist ja, sorry, ich bin Autist, du Hurensohn. Das ist zu retten. Oh. Ja. Es ist halt schwierig. Ich habe mich mit dem noch nicht so befasst. Ich hab so 2 Minuten vor dem Video geschaut, wo es dann geheißen hat, sein Ziel ist es, in jeder Stadt Deutschlands mindestens eine Anzeige erstattet zu haben. Und eigentlich im Nachhinein hätte es auffallen müssen, weil so Drucker, wie er redet, vollkommen ohne Emotion, ohne alles. Ist klar, dass der Typ nicht ganz dicht ist. Und ich hätte gesagt, dass er irgendwo in der Buchhaltung arbeitet. Sehe ich die Arbeit nicht mehr in der Buchhaltung. Aber der ist ja gerade erst einmal 18, gleich. Wie heißt der? 18, Niklas, ja. Mattes oder irgendwie so, glaube ich. Und ja, natürlich kehrt der weg, also da kehrt sich halt darum, wieso darf der da frei umeinander, was ist das? Wieso darf der frei sein? Wieso darf der da umeinander von und da, was er will, da muss ich irgendjemand hingehen und sagen, Alter, geh mir mit. Ja, das haben 5 Hallischer Fans gemacht. Ja. Ja, ich hab schon gesagt, wo es lang geht. Ja, es ist halt blöd, also die Kombi ist halt scheiße. Die ist wirklich. Obwohl du jetzt überlegen musst, für Dümmer jetzt nicht laufen können. Eigentlich bist du auch selber schuld, wenn du Anzeige kriegst. Musst jetzt leider auch sagen dazu. Ja, selbstverständlich. Das ist ja das Kreislige, deswegen triggert es die leider. Also, sie wissen nämlich, verdammte Scheiße, der Hurensohn hat recht. Der Fall hat recht in dem Moment. Und ich sage jetzt einmal so, ich habe da so ein bisschen, manchmal, wenn dann irgendwer, wenn jeder parkt auf dem Parkplatz und ein Hurensohn stellt sich genau davor, wo kein Parkplatz mehr ist und jeder denkt sich, du Wichser. Dann wünschen wir uns alle einen kleinen Hauptmeister-Anzeigen-Typen. Genau, ja. Natürlich. Aber selber darf man es nicht machen. Aber ein kleiner, der wurde ihn dann unzeigt, dann ich dann schon, dahinter stehen und sagen, ja. Witzig. Aber gut. Er zeigt dich halt gnadenlos wegen allem. Wenn du 5 cm zu weit vom Randstab wegstehst, hat's dich. Ja. Und der zieht dann nämlich dann seinen Meterstab raus, geht hin, malt mit der Kreide auf, wo du warst und misst ab. Ja, aber dieser Trottel, wenn er einfach in ganz normalem Outfit umeinander läuft und dann so sagen, keine Ahnung, und das aufnimmt und dann, wenn der sagt, hey, nimmst du mir den auf oder zeigst du mir an? Nö, alles gut. Und die Anzeige raus. Uniform ist etwas Geiles. Ja, wir haben ja keine Uniform, wir haben einen Müllmann-Anzug auch. Das ist schon eine Uniform, was der hat. Er hat sich ja selber den Titel Anzeigen Hauptmeister gegeben. Ja, und auf dem Schädel vorne steht Polizei drauf. Ja, weil es EI gesperrt, das darf man nicht hernehmen, aber es ist ja dann, wenn er da Polizei draufschreiben darf, dann war es Amtsanmaßung. Und deswegen hat er gesagt, da finde ich einfach selber Wort und schreibe Polizei drauf. Ja, der muss ja nicht blöd sein, der ist ja nicht blöd. Oder Polizeivieh, glaube ich, irgendwie so. Na, Polizeivieh. Ja, er hat den einen Strich vom E weggelassen. Genau. Ja. Und ja,
Aber dass man halt in wahrscheinlich 20-1 Überzahl schlagen muss, braucht es das. Das brauchst du nie, so ein Bullshit. Natürlich braucht es generell nicht und da halt schon gleich 5 Minuten. Aber das Problem ist, der wirkt halt dann nicht deeskalierend. Ich glaub, weil er es nicht kann. Ja, aber das weil wissen er gar nicht, nicht. In dem Moment, ich glaube sogar, dass wenn der in dem Zug drin steht, dann kämen 20 Huls auf dem zu und haben so kurz davor, dass er deine Bierdosen im Gesicht ausdrücken, dann checkt er immer noch nicht, dass er da gerade was falsch macht. Ja, aber du fühlst dich dann immer noch mehr provoziert. Also natürlich, ich finde das überhaupt nicht gut, aber jetzt überleg doch mal, wenn er dann sagt, nein, sie dürfen mir jetzt ja, auch natürlich nicht drohen. Dann nimmst du ja, zweite Dosen in die andere Hand. Ja, natürlich. Also. Ja, also ist dümmer, hätte es nicht laufen können, nein. Nein, ja. Er muss halt da, wenn er in die falsche Lände kommt, dann verliert er. Was tut denn der eigentlich den ganzen Tag, wenn er den ganzen Tag mit dem Radl umeinander radeln kann? Anzeigen, Hauptmeister. Ja, wahrscheinlich radeln. Was hast du gerade gesagt? Und wenn er beleidigt wird, dann zeigt er das leider auch, weil dann da verdient er sich dann selber ein bisschen los in die Kaffeekasse hinein, hat er gesagt. Ja, sau schlau. Eigentlich schon, gell. Mhm. Machen wir es auch? Auf keinen Fall. Anzeigenwirtschaft. Da machen wir eine lustige Anzeigenwirtschaft. Da machen wir ein lustiges Spielchen. Da zwingen wir uns alle ganz genau so, oh, mit dem Helm und dem ganzen Scheiß und so. Und fahren wir durch die Stadt. Und der Erste, der aufs Maul kriegt, hat verloren. Oder gewonnen. Ja, 10. Oder gewonnen. Ja, gewonnen. Ich finde gewonnen, weil dann müssen wir schon richtig penetrant sein. Das ist also geil, da parkt einer vor der Apotheke oder irgend sowas. Und ist halt da gerade drin und lädt bloß irgendwelche Sachen ab. Und ich glaube irgendwie, wie lange ist Parken bei 3 Minuten? Und er ist halt, was weiß ich, bei 4 oder 5. Und dann kommt er raus und sagt, ah, was soll das? Und keiner, ja, sie haben mir zu lange, jetzt halt die Fuß, ich behindere den Fuß, verkehre, was weiß ich, was ist das für ein Scheiß? Und dann kommt er auf, das ist sein Nachbar. So ein Scheißegal, ja, einen schönen Tag noch, bis dann. Heute Abend noch grillen, passt das noch? Ja, so ungefähr. Es ist so, die ganze Tag und irgendwann springt der Böhmermann aus und sagt, das ist ein Witz. Ja, aber Autisten haben schon eigentlich sehr coole Leute. Also ich schaue halt momentan die Serie, wo man schon mal geschmatzt hat mit dem autistischen Arzt. Mit dem Doktor, und es ist so faszinierend, wie das die Leute ticken. Das ist schon echt cool. Da gibt es halt auch richtige krasse Sachen, wie Leute, die aus dem Gedächtnis dann Sachen zeichnen können. Weil aber es hat ja nicht nur Nachteile, dieses Autistische, weil du blendest ja komplett Gefühle und Co. aus. Also du bist ja sehr rational dahingehend. Die nächste Evolutionsstufe ist der Autismus, in meine Augen. Das kann für wirklich sein. So ist das Predator. Echt? Mhm. Scheiß schlechte Drecksfilm, der scheiß schlechte. Na, wie heißt der Predator Evolution? Wie ist der letzte? Pro Evolution Soccer. Da, wo es um den narzisstischen Burm von dem kommt, weil er sich damit kreuzt. Prey, davor, du meinst. Ja. Ah, Prey, super. Prey ist geil. Ja, du meinst da den, fuck, wie heißt der? Hat er nicht The Predator geheißen? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, dass er nur The Predator geheißen hat. Hat er nicht Evolution geheißen, weil es am Predator eben darum geht, dass er sich mit den Menschen seit immer schon kreuzt und da die krassesten Hauser sucht? Ich glaube, da hat es in Amerika und in Deutschland wieder verschiedene Titel gegeben, aber... Vielleicht heißt er einfach nur Predator, kann auch sein. Ich weiß nicht, da wurde ja 8 Ex-Soldaten noch umeinander gegeben. Aber ich glaube, dass er bei uns einfach nur Ah, der hat echt weh, du beim Anschauen, ganz ehrlich. So ein Quäse. Aber der Prey war geil. Aber da ist der Schlotz vorgekommen, habe ich jetzt tatsächlich nicht gewusst. Da habe ich nämlich mal mit einer Bekannten geredet. Der sagt, glaube ich, sogar wortwörtlich dann der Predator irgendwie so, das ist die nächste Stufe der Evolution, darum möchte er den Autisten haben und kreizt sich mit dem. Also ist der die Riesen-Predator so krass. Wir haben die Unterhaltung nämlich schon irgendwo beim Saufer, ist da mal so eine Autistenunterhaltung aufgekommen, also beim Wassersaufer. Wenn man die soziale Schiene und diese emotionale Schiene weglässt, dann ist das ja wie eine Maschine. Dann brauchst du keine KI mehr. Genau. Und es ist schon Sorry, ChatGPT, wir machen die schon. Ja, raus, du bist raus. Ja, schön. So. Gutes gegangen, Dresdenspanne. Ich hab noch einen kleinen Lifehack, den habe ich von einem Kumpel erfahren. Wenn es stressig in der Arbeit ist oder sonst wo. Kurz mal, dann, was glaubst du, wie beschissen das wird auf der Skala von 1 bis 10? Mann, nein, jetzt mag ich schon gar nicht mal von 10, sagst du halt nicht so. Ich finde den Lifehack was eigentlich gut. Was macht es gut, dass er wird auf der Skala von 1 bis 10? Es wird eine 3 wahrscheinlich. 3 bis 4, okay. Ja. Also es hört sich wirklich stumpf an, aber ich habe gehört, dass man sich dann einfach richtig schön einen oberwickeln soll. Und wenn es Und dann geht's in der besser. Arbeit? Nein, Mittag oder in der Früh dann, vor der Arbeit, wenn du da schon lästig bist. Und das Hobbycat funktioniert. Sehr gut. Pre-Work-Ejaculation. Pre-Work. So soll die heutige Folge Pre-Work-Coming. Pre-Work-Ejakulation. Ja, aber immer merken, I'm coming home, nicht in der Arbeit. In der Arbeit wächst man nicht. Na? Das bricht eines der Sieben. Nein, das macht man nicht. Also, der hat ja keinen Bock drauf.
Es bricht eines der sieben Siegel. Welche sieben Siegel? Ja, erzähl mal die anderen sechs. Schleidersiegel. Die Höllentore. Werden aber ich meine, du bist dann das tapfere Schleiderling. Das tapfere Schleiderlein. Tapferes Schleiderlein macht Kühler Coming. Tapferes Schleiderlein! Ist das in der Arbeit machen? Wieso kommt denn der so spät? Das tapfere Schleiderlein ist auf alle Fälle für Pre-Break-Ejaculation. Der Titel. Titel der Folge. Es geht keine Sekunden lang um das Thema, nur in die letzten 40 Sekunden. Ja, drauf. Bester Clickbait ever. Das tapfere Schleiderling. Bist du in der Arbeit wichst, dann ist das tapfere Schleiderling. Schleiderlein. Ja, Schleiderling. Da kann ich mir seinen eigenen Witz noch machen. Ach, jetzt haben wir das Beste draus gemacht. Gut. Ist schon wieder vorbei. Florian, geh du zur Karte. Ja, stimmt, da muss ich jetzt gleich nicht. Du musst jetzt noch turnen. Das, wenn du das war eine geile Nummer. Deine Feiern. Nein, ich trau mich nicht. Ich hab schon so viel Angst heute. Bitte sag irgendjemandem, dass er ein Video machen will, weil ich es sehen möchte. Ich möchte. Hast du dann auch so ein Tutu oder so einen hautengen Anzug? Nein, ich war ja wirklich am überlegen, ob ich mir so eine TVO-Legend kaufe. Die TVO-Legend sagt der Herr was, oder? Nein. Nicht? Legend? Nein, aber es ist, TVO ist ja nochmal, es ist praktisch die engste Legend der Welt. Mhm. Die ist wirklich extrem eng und Körperpartie betont. Aber die hat dann noch so Streifen, zum Beispiel also, zwischen der Arschritzen. Genau, und unterm Arsch, das praktisch wirklich den nochmal richtig in Position bringt. Ja, weiß ich also nicht. Also so, das ist ein TVO-Legend. Und da schaut wirklich, egal was du für einen Arsch hast, ich versprich dir, da gibt's ja auf TikTok und Co., da gibt's ja die Leute, die wo dann sagen, oh, endlich neues Outfit, sechst nur lange Haare und dann Arsch, dann dreht er sich um und dann ist der Typ mit lange Haare. Hey, kann der aber. Und im ersten Moment denk, oh, geil, ja, ich kann's wirklich machen. Das war ja, die Legends sind sau unfair, weil wenn er so eine im Fitnessstudio durchläuft, dann wirst du automatisch zum Perf. Da kannst du dir anders aus. Ja, aber das ist wirklich, da war ich schon überlegen, ob ich mir nicht so eine Uzi und dann so ein Crop-Top dazu, aber das zweite Problem ist ja nicht einmal, dass ich mich da das Tanzen, sondern das zweite Problem ist das, die haben ja auch gar nicht diesen Humor. Die haben da eine ganz andere Stufe. Die meinen das da ernst da drin, ja, das ist ja das. Und du huckst dir da rein und ich so, ja, muss man so, darf jetzt da mit mir nicht zusammen oder nicht? nein, das stimmt auch nicht, ich nehme das natürlich auch sehr ernst. Aber. Mach's wieder große, Johann, und nimm dir so eine fette Wurst mit. Ja, das ist ein guter Witz. Ja, das stimmt schon. Spitzenmäßig. Geile Radlerhosen und dann tust du da so eine fette Wurst rein. Ja. Hast du nicht. Geil. Dann nimmst. Nein. Please. Nein, das traue ich nicht. Aber ja, also am 4. 5. muss ich aus der Erfahrung mit so ein Ding. Nein, es ist ein Probetraining. Lass dich zumindest mal filmen dabei, bitte. Es ist ein Probetraining. Sag irgendjemand ja so die Filme. Ja, aber warum, was wärst denn dann da heute da laufen? Auf einmal mal, ja. Also anscheinend, was ich gehört habe, die wärmen ja mit, kennst du Tabata? Mhm. Ja, mit dem wärmen die auf. Keine Ahnung, was das ist. Was ist Tabata? Tabata ist sowas wie so ein HIT-Training. Also so. Ja, okay, passt, ja. Kenn ich mich aus, ja. Das ist halt praktisch ein sehr intensives, schnelles Training, dass du High-Intervall-Training ist halt genau. Etwas, ja. Das, auf der Stelle halt auf Kopfkreisen und die nein, das ist ein Tanzding. Tabata ist ja mit Tanzen praktisch, nur mit Tanzfiguren und so. Ja. So fangen die Fußkreisen, mit Kopfkreisen, Schulterkreisen. 900 in der Halfpipe. Fickt euch doch einfach. So den normalen Scheiß halt dann. Und damit fangen die ich hab das einmal damals probiert gehabt, weil ich hab bei einer Ex-Freundin damals gemacht und dann hab ich mir gedacht, ja, schaust du mal, oh, Tabata-Ding. Ja, das machst du genau 3 Minuten, dann bist du tot als Normalsterblicher. Also 30 Sekunden. Also das ist wie so ein YouTube-Video hergeschalten. Wie so ein Pamela-Reif-Video. Was ist denn Pamela? Warum sagt man eigentlich eine Pamela? Was ist denn eine Pamela? Das ist Pamela-Reif. Pamela. Ich kenne Pomelo, ist eine geile Frucht. Alter, aber da gibt es ja einen Lifehack, wie du die schälen kannst, gell? Wie schälst du die? Ja, wahrscheinlich nicht mit dem Lifehack, weil ich stelle mich auch wieder erst der Mensch. Ja. Wie du jeden Mann ein Brot hast. Ja, und sagen wir weg ein Brot. Hinten im Hosensack noch ein paar Handwürste dazu. Wir rechnen uns so ein Stück Handkäse. Ja. Wie ist der Lifehack von Pomelo schon in dem Brauch? Ja, das ist so recht einfach. Ich habe selber noch nicht probiert, weil ich auch immer dieser Idiot bin, der wo die praktisch auch mal wenn dann in der Mitte aufschneiden und von außen aufzieht. Aber. Aber du kannst die praktisch wirklich in so Scheiben schneiden. Also, wenn du die und dann kannst du diese Scheibe nehmen und wenn du das Oma dann aufschneidest, dann kannst du die auseinanderziehen und dann hast du lauter diese Dreiecke und die kannst du ganz easy rausnehmen, anscheinend. Schick mir mal einen Link. Mach dich doch einfach, die ist jetzt wirklich nicht schwach. Die Beschreibung ist voll behindert und umständlich. Du bist ein Arschloch. Wow. Was hat hier wie getan und hier auch? Oh, küsst dein Herz, Brudi. Ja. Jetzt hat sie eine dämliche Fresse mit einer Pamela-Frucht oder was weiß ich, Pomelo. Was hat sie nicht ganz sauber? Pomelo. Du zirkst dir, du der Legend so und du Scheide, was weiß ich, was das für ein Pomelo, was soll das sein? Kein normaler Mensch frisst Pomelo. Ich glaube, wenn du die leicht warm machst, dann kannst du ja fegeln. Glaubst du nicht? 100 Pro. If you're brave enough, du
Ja, kannst du alles fehlen. Naja, in meiner Instagram-Story wird vielleicht was passieren. Pamela verrückt fehlen. Ja. Ein Gesicht aufgepickt. Und ich nehme dann Pamela Reif. Überreif, das ist nicht mehr. Copyright, keine Probleme kriegst. Ich Schleidereien trotzdem. Pamela Reif. Ari, mir ist wieder ein Beitrag. Florian, mir ist wieder ein Beitrag für Spaß beim Turnen und ich. Triff reif für alte Frauen in deiner Umgebung. Pamela Überreif. Die flankt mir richtig weg. Der Mensch strebt nach Pamelo. Ja, halt auf, du Mungo. Pamelo, wir haben es machen müssen, tut mir leid. Jetzt verpisst selbst zum nächsten Mal. Like nicht vergessen, hab nicht vergessen. Wehe, schmiert jetzt die Scheiße irgendwo hin. Ich schwör's dir. Er ist selber schuld. Gibt's Prügel. Tschüss. Ciao.